Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Railroads Online. Und dem schon aufgefallen ist, das läuft alles ein bisschen schneller ab, denn das ist ein Timelapse. Ich habe offscreen mal für 3 Stunden ungefähr gespielt, um ein bisschen Geld zu machen. Schlussendlich wurde es dann gar nicht so viel Geld. Hab dabei aber auch ein bisschen was gebaut und ich dachte, ich zeige euch das da. Primär bin ich vom Sägewerk zum Frachtdepot gefahren mit diesen Brettern da und wollte damit Geld machen. Aber so viel kriegt man da gar nicht raus. Und ich glaube, ich bin so 4-5 Mal sicherlich hin und her gefahren. Und hier bleibe ich zum ersten Mal kurz stehen, weil nämlich zum Frachtlager habe ich noch gar keinen Weg. Und da schaue ich mir gerade an, wo es am besten wohl wäre, dass ich da reinfahre. Außerdem wollte ich noch Wasser nachtanken. Also fahre ich mit dem Zug gleich direkt hier rein. Einmal Wasser nachfüllen. Also später dann. Und jetzt mache ich jetzt hier den Gleisanschluss. Damit ich auf der gleichen Höhe bin, fahre ich einmal hier mit dem Gleisboden auf die Seite rüber. Dann habe ich die gleiche Höhe. Und dann fängt der Bauspaß auch schon an. Und hier die Schienen gerade zu kriegen, beziehungsweise parallel da zu dem Steg hier, das ist so ein Pain. Ich wünsche, dafür gibt es ein besseres Tool. Wenn ihr da übrigens Tipps habt, wie man das besser hinkriegt, dass man da parallel zu so einem Gebäude ist, dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Es könnte natürlich auch sein, dass ich einfach ungeschickt bin, wenn es um das geht. Na, ich weiß, man kann mit Alt natürlich die Schiene gerade machen, aber wenn sie dann initial schon schief ist, ist der ganze Rest auch schief. So, jetzt gehen wir rüber da zur Hauptstrecke. Und da kommt mal eine Weiche rein. Dann heißt es von der, schön die Kurve hinzukriegen. Ich sehe erstmal den Dammbahn auf der gleichen Höhe hinkriegen. Und hier die Kurve mache ich auch nochmal neu vom Winkel. Damit es hier besser aussieht. Ah, ich freue mich schon, wenn wir den neuen Dampflok haben. Da bin ich auch schon gespannt, was die dann in die Kurve macht. Ab und zu ist es einfacher, die Kurven manuell zu machen, aber das sind dann halt nie so schön, als wenn man da mit dem Winkeltool arbeitet. Irgendwann werde ich mal so eine schöne Bauepisode machen und dann werde ich hier die ganzen Kurven und Geraden neu machen, damit es noch was Anständiges aussieht. So, jetzt kommt hier die Kurve da rein. Ich natürlich nicht beim ersten Mal sauber hinkriege. Also, aussehen wird sauber, aber Kurve ist zu groß. Ja, und auch da ist sie nicht perfekt. Aber ich dachte mir, so lass ich sie erstmal. Hauptsache, ich kann jetzt Geld verdienen. Bäume müssen natürlich weg, sonst gibt es eine Entgleisung. Und dann mache ich hier den Damm nochmal schön neu. Da habe ich auch einen kleinen Trick gefunden, wie man das nachträglich schön machen kann. Einfach von der Seite in die Mitte rein bauen und dann der Schiene entlang. So, ich glaube jetzt, ja genau, jetzt fülle ich noch mehr Wasser nach. Und das Teil runterziehen, das geht auch echt schwer. Ich wünsche, das könnte man beim Einzug machen. Rangieren. Und da kriegen wir auch schon wieder Wasser. Vielleicht haben wir mal wieder 3-4 Fahrten. Holz geht uns dann auch langsam aus. Und bezüglich dem Holz mache ich dann noch eine kleine Betriebsstätte, bzw. eine Art Depot, will ich dann bauen. Das kommt noch. Jetzt geht es erstmal wieder zurück. Die Weichen schon mal umstellen. Achso, na. Wir müssen ja noch abladen. Was rede ich denn da? So, da habe ich jetzt mal nachgeschaut, was das kostet. Und ich glaube, ich habe mir an der Stelle jetzt auch einen gekauft. Damit ich einfach größere Fuhren machen kann. Ja, ich habe mir einen gekauft. Also wird der jetzt noch angekuppelt. Das wird jetzt ein kleines Sandwich mit der Lok in der Mitte.
wie lange ich braucht habe, bis ich das mit dem Kuppeln verstanden habe. Vor allem, dass man da nicht so zusammenfahren darf, sondern man braucht einen Abstand am Anfang, damit man da diesen Haken reinkriegt. Da war ich lang dran. Ja, und in der Formation fahren wir noch ein bisschen, bis ich dann ein Ausweichgleis bauen werde. Aber ihr seht, das ist halt schon ein bisschen monoton. Deswegen mache ich das nicht so im Stream. Ganz nicht hin und her fahren. Aber nachdem ich halt ein bisschen baue, dachte ich, ich zeige es euch mal in einer Zeitlupe. Zeitraffer so. Wenn ihr das gesehen habt. Hier die Stelle würde ich auch nochmal neu machen. Weil ich muss ja jedes Mal die Weiche stellen. Ich hätte noch gern... Also ich würde hier wie so eine Art Dreieck machen. Hier jetzt dann quasi rechts von der Brücke weg und dann quasi rüber zum Frachtdepot. Da will ich dann sowas bauen. Muss ich mal schauen. Das ist ja leider nicht ganz gerade. Das wäre was für den Stream, dass ich das mache. So, erstmal aufladen. Die Balken hier. Und wer jetzt schon schreit, nein, macht das hinten mit den Brettern, da kriegt man mehr rauf. Das habe ich dann auch später rausgefunden. Weil hier kann ich pro Wagen nur 3 Einheiten aufladen. Und von den Brettern von der Ladestelle weiter hinten, da kann ich 6 aufladen pro Wagen. Das habe ich dann später auch gemacht. Aber ja, ich lerne es halt, wie ich spiele. Hab da keinen Stress mit dem. Ich wünsche, die Entwickler würden mehr Tutorials machen und irgendwie Guides und Fahrpläne mal zeigen, was sie vorhaben. Weil irgendwie sehe ich da keine Kommunikation von denen. Und man kommt nach wie vor nicht in den Discord rein. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, ihr werdet das Video sehr in der Zukunft sehen. Wir haben heute den 14.10. Ich habe schon ein bisschen was vorproduziert dank den Streams, deswegen kommt das verhältnismäßig spät raus, das Video. Nicht, dass ihr euch wundert. So, da war die Weiche falsch gestellt. Das glaube ich jetzt mal noch ein, zwei Mal passiert. Das ganze Video hier, das dauert ungefähr 25 Minuten. Spielzeit war ungefähr 3 Stunden. So schnell vergeht die Zeit hier drin. Das könnte jetzt auch die letzte Fahrt gewesen sein, bevor ich dann die Betriebsstätte mache, beziehungsweise das Depot. Weil einfach das Holz ausgeht. Da habe ich übrigens gesehen, man kann das ruhig mal ein bisschen auf 0 lassen. Man kann die Feuertemperatur ein bisschen runtergehen lassen. Es gibt 250, also die Grenze. Dann kann man wieder einlegen. Dann geht es wieder nach oben, ohne dass man zweimal reinlegen muss. Und machst den Richtungswender nie auf 100%. Da verbrauchst du einfach viel zu viel vom Wasser. Also mit dem steht so bei ja, minus 50% und Regler so bei 20-25% im Durchschnitt. Da fährt es eigentlich ganz gut. Da habe ich übrigens gesehen, dass die Baumstämme, also von der Füllmenge, nicht weniger werden. Die wären erst mehr, wenn man hinten diese Bretter nimmt und nicht hier diese Balken. Warum auch immer. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass man dann die Blätter nimmt, weil dann kann man auch wieder die Holzstämme transportieren. Ist auch so eine monotone Arbeit. Eben, jetzt haben wir wieder 25, Feuertemperatur geht wieder nach oben. Aber Wasser ist auch schon wieder unten, dürfen wir wieder nachfüllen. Ich glaube, das war jetzt die Fahrt, wo ich mir überlegt habe, okay, da brauche ich jetzt ein Depot auf dem Weg. Und mich hat es ein bisschen angezipft, dass die Lok das ein bisschen in der Mitte ist. Ich wollte den Wagen anders hinrangieren. Dass ich die Lok entweder ganz vorne oder ganz hinten ist. Eins von beiden, aber nicht so in der Mitte. Und da habe ich mir jetzt eine lange Gerade ausgesucht. Ich gesagt, da können wir es jetzt machen. Und jetzt wird hier umgebaut. Erste Weiche und dann hier schon mal für den Boden sorgen. Nochmal eine Weiche, damit ich gerade ein paar Abstellgleise damit hab. Weg mit den Bäumen.
Quatsch dafür sorgen, dass alles auf der gleichen Höhe ist. So da ungefähr sollen das auch bei Ausweichgleis entlang gehen. Da suche ich mir jetzt das hintere Ende aus. Da ebenfalls eine Weiche wieder anschließen. Das hat eigentlich sehr gut geklappt. So. So ungefähr soll das Gleis dann mal gehen. Das wird es natürlich nicht. Ist halt natürlich alles andere als gerade. Das wäre auch wieder so ein Kandidat zum Neumachen. Aber es erfüllt seinen Zweck. Oh, ich freue mich dann schon bei der neuen Bergstrecke zur Mine oben, die ganze Schienen zu verlegen. Habe ich Stand zu dem Video jetzt hier noch ja natürlich nicht gemacht. Ah ja. So, Anschluss ist da. Dann brauchen wir natürlich einen Wasserturm. Ist Wasser. Dann fahre ich auch da schon mal rein. Mal auffüllen. Also da hatte ich jetzt noch die Idee, okay. Einerseits Ausweichgleis, damit ich rangieren kann auch. Und natürlich Wasser nachfüllen, ohne dass ich zu weit rangieren muss. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal schon gut erwischt. Von der Position. Den habe ich dann nicht mehr umgebaut. So, und weil das natürlich ein Depot sein soll, braucht man natürlich auch hier so ein Holzlager. Das wollte ich gleich schon mal richtig hinstellen und das will ich dann auch mit Stämmen bzw. Brettern beliefern, damit das realistisch ist. Entsprechend werde ich da auch noch mehr Weichen bauen und Gleise, die einmal links und rechts hingehen. Und jetzt lade ich erstmal die Locker auf, weil ich kein Holz mehr hatte, damit ich erstmal wieder fahren kann. Also wenn sie wirklich voll aufgeladen ist, dann fährt sie auch eine ganze Weile, bis man da wieder nachlegen muss. Ja, das sollte jetzt dann demnächst schneller gehen. Wir müssen auch noch das Lager bei der Schmelze anpassen. Das ist, also ich meine, wenn wir auch da die Holzlieferung machen wollen, braucht das einen besseren Anschluss. So, jetzt wird rangiert, damit das hier mal anständig aussieht. Fahren wir mal an unserem Güterzug vorbei. Wäre natürlich zu zweit ein bisschen einfacher, wenn der andere die Weichen stellt, ne? Also ich hoffe, ich habe wirklich beim nächsten Stream dann einen zweiten. Das wird dann so viel mehr Spaß machen. So, einmal ankuppeln. Fahre ich nach vorne wieder raus, weil damit ich die hintere Weiche nicht nochmal verstellen muss. Und bremse wieder raus. Ja, und dann das gleiche wie vorher wieder. Einmal wieder hin und her fahren, bis ich Geld kriege. 2500, glaube ich, sind es für die neue Lok. Das wäre ein recht langweiliger Stream gewesen. Da, 3 Stunden, ein bisschen einfach so hin und her fahren. Passiert ja nicht viel. Ein bisschen bauen. Außer ihr wollt sowas echt unbedingt sehen. Dann mache ich das natürlich live in Stream in Echtzeit. Aber dann dauert es halt 3 Stunden. Anstatt jetzt wie hier ungefähr 25 Minuten. Aber ich wollte euch deshalb nicht vorenthalten. Muss ich da ein bisschen bauen. So. Da fährt die Wagen, damit ich ein bisschen mehr Geld mache. Angucken, dass es nicht sofort klappt. Mehr habe ich dann auch nicht mehr gekauft. Eventuell brauchen wir aber dann noch viel mehr von denen da. Ich glaube, zur Mine müssen wir noch was raufbringen. Zur Schmelzhütte dann sowieso wieder. Na, zur Schmelzhütte haben wir die anderen Wagen. Ne, stimmt gar nicht, die habe ich ja da platziert. Aber von denen, glaube ich, könnte man noch vorstellen, dass wir da einige mehr brauchen. Es ist ein richtig langer Güterzug, will ich unbedingt noch fahren. Weiche da hinten muss auch noch weg. Oder
sie steht vielleicht sogar richtig für den direkten Anschluss. Wenn wir hier ein Dreieck haben, dann würde sich auch hier rangieren lassen, wenn wir das dann haben. Aber nachdem hier, da wo der Steinwall ist, so ein Hügel drin ist, ist mit der Weiche ein bisschen doof. Ich hätte dort nämlich gerne Weiche hingestellt. Bläh. Deutsch, schwer. Oder ich mache den Anschluss komplett anders und fahre hier primär rein und mache dann die Kurve. Ich weiß noch nicht. Ich muss, glaube ich, dann noch eine Begehung machen, was am meisten Sinn macht. So, vorher nicht ausgehen lassen und weiter geht's. Möchte halt auch nicht cheaten. Soll halt irgendwo authentisch bleiben. Ich meine, ich sehe schon andere YouTuber, die schon mit ihren großen Dampflokis rumfahren. Ich frage mich, entweder haben die wirklich lang gezockt oder haben irgendwie cheated. Hauptsache, sie haben dann den Content drin und haben eine geile Lok. Aber man, wenn man cheated ist, vermisst irgendwo den Spaß an der Sache. Und vor allem, du siehst doch da gar nicht so wertvoll, wenn du es dann nicht cheated hast, anstatt dass du da, so wie ich das jetzt mache, mir das erarbeiten will. Ah, da wird es noch ein paar geile Strecken geben hier. Da das zweite Mal, dass die Weiche falsch gestellt ist. Da könnte dann hinten einer auf dem Wagen drauf sein und sagen, hey, Moment mal, was ist falsch, lass mir das mal stellen. Das Gewicht haben sie auch sehr gut umgesetzt, also das Bremsverhalten ist ganz anders, wenn es beladen ist, was echt gut ist. Da merkt man schon, dass der Zug braucht, bis er steht. Es ist ja auch hier ja nur die Lok, die bremst. Die Wagen haben ja zwar Bremsen drin, aber die werden nicht angesteuert. Ich meine, hat ja auch keine Leitungen dazu. Die Kurve könnten wir auch noch ein bisschen einheitlich machen, ohne den Knicks dazwischen. Ah, es gibt noch so viele Punkte zum Neumachen hier. Das war halt die allererste Strecke, die ich da gebaut habe. Glück ist halt der schönste, aber wenn es die kleinste ist, finde ich. So, ich glaube, jetzt mache ich das mal mit den Brettern. Ja, genau. Jetzt würde ich mal auf die Idee kommen. Ich probiere das mal aus, um zu gucken. Und dann, okay. Da wird er mir viel mehr aufgeladen. Und dann bin ich jetzt nur noch das gefahren. Braucht dann halt auch doppelt so langsam aufladen. Kann mich jetzt auch täuschen, ich glaube, so sind die Wagen auch schwerer. Zumindest vom Bremsen hat sich so angefühlt. Aber das kann eine Täuschung sein. So, Abfahrt. Und dann schaue ich gerade mal bei den Baumstämmen, ob es jetzt da vom Lager her weniger geworden ist. Und voilà, ist weniger geworden. Jetzt bei dem fast vorwärts sieht man es jetzt nicht, aber es ist weniger geworden. So, da habe ich mir jetzt eine Stoppmarkierung gemacht. Man kann ja sonst nichts anderes hier irgendwie platzieren. Einfach um zu sehen, wie weit ich nach vorne fahren muss, bevor ich also die Weiche wieder frei ist. Immer das als Hilfe. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr Objekte zum Platzieren. Signale wären ja noch ganz cool. Und wenn du dann wie so eine Art Stellwerk hättest. Ich weiß zwar nicht, ob es. Also, sie haben ja gesagt, sie wollen ja irgendwie authentisch bleiben und der Erde treu bleiben. Hat es da. Ich bin mir nicht sicher, hat es da sowas wie ein Stellwerk gegeben? Ich glaube nicht. Das waren alles Handweichen. Signale, also allerhöchstens, dass vielleicht ein Token-System genutzt worden ist.
weiß gar nicht, ich müsste das echt mal recherchieren, wie sie da das Sicherungssystem gemacht haben. Wenn das überhaupt irgendwie existent war. Ja, da bin ich mein Vater ausgestiegen und bin dann in den Wagen reinglitscht. Aber ich habe es noch geschafft, wieder rauszukommen. So, einmal wieder auffüllen hier. Echt genau drunter sein, sonst kommt da nichts rein. So, und die Weichenstellung lasse ich jetzt auch so, dass ich da jedes Mal hier auf das Ausweichgleis fahre. Das funktioniert dann auch mit Full Speed eigentlich recht gut. Habe ich gut die Kurven gemacht. Ja, und das Kreuz ist echt eine Hilfe gewesen. Oder ist immer noch. Ich nutze es ja noch. Ich bin ja nach dem Video noch ein bisschen weitergefahren und habe genau das gleiche gemacht, was ihr jetzt da noch seht. Einfach noch ein bisschen mehr, um mehr Cash zu haben. Das wollte ich dann aber nicht mehr aufnehmen. Mal nach, dann wird hier die Timeless ein bisschen zu lang. Einen kleinen Bau mache ich jetzt noch. Entweder jetzt bei der Fahrt oder bei der zweiten. Und dann sind wir wieder Stand des Livestreams, wenn er dann wieder startet. Kleine Side Note, ich habe jetzt endlich mein VR-Avatar fertig, den werde ich dann noch mit VC-Face nutzen, also sprich VTuber-Style, dass man den auch im Stream sieht, auf das freue ich mich schon, aber der gehört ein bisschen eingestellt und optimiert, mache ich noch, aber zum nächsten Stream wäre mein Ziel, dass man den dann sieht, aber ich gebe ihn noch ganz cool. Und eben, da seht ihr, Durchfahrt mit Full Speed, überhaupt kein Problem. Zumindest mit der Lok nicht. Ich wundere mich, wenn ich immer wieder mal so nach hinten schaue. Ich habe einfach Angst, dass ich mal einen Wagen verliere und das einfach nicht mitkriege. Vor allem bei der ersten Bergstrecke wäre es ein bisschen doof, wenn es bei einer Brücke passiert. So, rein von der Zeit her dürfte es jetzt die letzte Fahrt gewesen sein. Da werden wir das nochmal abladen und dann baue ich das Depot aus. Das ist zwar auch noch nicht ganz fertig, aber da will ich dann so die ganzen Wagen etc. deponieren und Lokomotiven. Und eben bei der Schmelzhütte will ich noch was äquivalent machen. Und eventuell noch eine Servicestation bei der Mine, weil gerade wenn wir da raufgefahren sind, also ich muss mal schauen, wie es den Lok hier so geht, wenn die da raufgefahren sind, aber machen wir da oben an eine Servicestation. Die ganzen Holzlieferungen überall. Ich glaube, da machen wir dann einen mega Zug fürs Holz, der dann die einzelnen Depots anfährt.
Ich brauch mal echt die direkte Linie. Damit ich da nicht jedes Mal hin und her fahre. Also, beziehungsweise jedes Mal die Weiche stellen muss. Also, spätestens wenn wir dann so zweit unterwegs sind, braucht es viel mehr Ausweichgleise. So wie das hier. Wenn ihr da Ideen habt, schickt es mal gerne. Beziehungsweise schreibt es in die Kommentare rein. Ich bin da immer offen. Also das soll ein schönes Netz werden. So, abladen. Und der Bärchen. Vielleicht mal gerade, was die Loki kostet. Eben 2,9. Nicht mehr so viel. Aber ein paar Mal fahren muss ich noch. So, genau. Bleiben wir da mal stehen, fürs Wasser. Ich glaube, das Gefühl, das ging irgendwie viel schneller vorbei als bis sonst. So, und jetzt baue ich hier das Depot aus und klatsche noch ein paar Weichen hin. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und natürlich die nervigen Bäume weg. Jetzt wieder mit dem Bahndamm hier vor, da den Trick 17, damit ich auf der gleichen Höhe bin. Andererseits wollte ich hier rein. Ah, nicht hier rein. Also hier will ich dann rein, aber ich werde das hier gleich umsetzen. Einmal hier lang. Wann, da mache ich dann auch nochmal neu. Ich mache es gerade so, weil das hier passt. So, und jetzt versuche ich das mal anständig zu platzieren. Ja, war nicht mehr ganz so weit weg beim ersten Mal. Hier rechts ist ja die Anlieferung und links ist ja quasi wieder beladen. Ja, und das sah jetzt gar nicht so doof aus. Mach entsprechend hinten noch weiter, damit man da länger einen Zug hier reinfahren kann. Eventuell machen wir da hinten noch ein paar Abstellgleise. Mal gucken. Allzu weit habe ich es jetzt nicht ausgebaut. So, und dann hier einmal in der Mitte rein. Das nach da vorne. Das Abstellgleis. Und natürlich zum Beladen. Hier vorbei, ebenfalls ein bisschen nach hinten. So, dann finden jetzt nur noch die Gleise, der Damm hier. Da wollte ich jetzt gleich nochmal ein zweites Abstellgleis machen. Sieht das anständig aus hier. Wunderbar. Ja, damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann zum nächsten Livestream, beziehungsweise hier auf YouTube auf der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Follow. Bis demnächst hier auf dem Kanal.